Derjenige, der Salatul Asr verpasst, absichtlich nicht betet, absichtlich hinausschiebt, bis es vorbei ist, lässt sich Zeit, geht schlafen, obwohl er weiß, dass er keine Zeit mehr hat. Der ist so, als hätte er seine ganze Familie verloren und sein gesamtes Vermögen wäre verbrannt. Ist also nicht zu beten. Wirklich nicht so schlimm? Ist doch nicht so schlimm, wenn er nicht betet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in diesem Beispiel, wie schlimm es ist, nicht zu beten, ein Gebet zu verpassen, ist schlimmer, als seine gesamte Familie und sein gesamtes Vermögen zu verlieren. فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ. Ist so, als hätte er seine Familie, Wutira, ist Witter geworden. Witter, eins, ungerade. Es waren viele. Und jetzt ist er nur allein. Alle weg. Diese Schmerzen. Und Wutira bedeutet auch, dass er auch Zeuge war vom Unglück. Er hat zugesehen, wie dieses Unheil passiert ist. Jetzt weißt du, wie schlimm es ist, ein Gebet zu verpassen, absichtlich hinauszuschieben. Bete ich zusammen? Bete ich später? Bete ich alle zusammen am Abend? Meine lieben Geschwister, wir müssen Mitleid haben mit Leuten, die nicht beten. Denn diese Katastrophe, die diesem Mann passiert ist, haben Millionen von Muslimen jeden Tag. Doch sie wissen es nicht. Sie wissen nicht. Wir sitzen mit ihnen zusammen, die nicht beten. Und lachen mit ihnen. Und sprechen mit ihnen. Aber nicht über das Gebet. Vor einigen Jahren hat ein Bruder mit einem anderen über das Gebet gesprochen. Wie wichtig das Gebet ist. Und dann hat er ihn gefragt, Bruder, wann fängst du mit dem Gebet an? Er sagte, Inshallah. Der Bruder hat gesagt, nein, sag nicht Inshallah, sag mir wann. Wann beginnst du mit dem Gebet? Und der Bruder sagte, nächste Woche. Auf einmal, nächste Woche. Und nächste Woche kam und er hat wirklich mit dem Gebet begonnen. Ja,